In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ein leckeres Gulasch im Römertopf zubereitet. Bei Gulasch scheiden sich ja die Geister, ob man Nudeln oder Kartoffeln dazu reicht. Ihr könnt mir ja mal in einem Kommentar unter dem Video verraten, was eure Lieblingsbeilage ist, Nudeln oder Kartoffeln. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen.